Hallo und herzlich willkommen zu einem Online-Tutorial der Stadtbibliothek Freiburg. Heute zeige ich euch, wie ihr von uns zum Streamingdienst Naxos Musiklibrary kommt. Dazu gehört auch eine Anmeldung über Mundsinger. Zusätzlich schildere ich euch, wie ihr euch auf Naxos Musiklibrary registrieren könnt. Diese Registrierung benötigt ihr, um die Handy-App nutzen zu können oder eine Playlist zu erstellen. Um nun zu Naxos Musiklibrary zu kommen, klickt ihr oben auf der Leiste den Bereich Digitale Bibliothek an. Dort seht ihr nun unsere Streaming- und Online-Dienste, wo ihr Naxos Musiklibrary auswählt. Bei Mundsinger könnt ihr jetzt eure Bibliothek eintragen, was in unserem Fall die Stadtbibliothek Freiburg ist. Bei der Benutzernummer tragt ihr die Nummer ein, die hinten auf eurer Karte ist. Das Kennwort ist wie auch in der Bibliothek euer sechsstelliges Geburtsdatum. Jetzt nach der Anmeldung geht ihr zum Bereich Literatur und Musik und wählt Naxos Musiklibrary aus. Hier seid ihr bei der erweiterten Suche über Mundsinger. Damit ihr von hier aus direkt zu Naxos Musiklibrary gelangt, müsst ihr den Link neben der erweiterten Suche anklicken. Dort landet ihr direkt bei Naxos Musiklibrary. Bei Naxos könnt ihr dann ein Repertoire von über 940 unabhängigen Musiklabels und rund 160.000 Audio-CDs und Hörbüchern aus dem Bereich der klassischen Musik entdecken. Die zusätzlichen Datenbanken bieten euch weitere Möglichkeiten für die Recherche und die Musikpraxis. Die Musiktitel, die ihr dort findet, könnt ihr euch direkt anhören. Um euch zu registrieren, klickt ihr auf den Reiter Playlist. Oben in der rechten Ecke unter der erweiterten Suche habt ihr dann die Möglichkeit, euch zu registrieren. Bei der Registrierung gebt ihr dann nur euren Namen ein und eine E-Mail-Adresse und sucht euch ein Passwort aus. Wenn ihr alle Pflichtfelder ausgefüllt habt, müsst ihr noch die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung bestätigen und könnt euren Account anlegen. Nach der Registrierung müsst ihr nur noch eure E-Mail-Adresse bestätigen. Jetzt könnt ihr euch die App über App Store oder den Play Store runterladen. Zurück auf der Startseite ist es ganz wichtig, dass ihr euch zum Schluss ausloggt. Denn die Lizenzen der Stadtbibliothek sind begrenzt. Das bedeutet auch, wenn ihr euch anmeldet und es mal nicht funktioniert, sind die Plätze gerade einfach belegt. Dann probiert es einfach später wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß beim Entdecken und bis zum nächsten Mal.